Schön, dass ihr wieder reinschaut bei uns. Da ich öfter mal gefragt wurde, kannst du noch mal zeigen, wie man patiniert? Ich hatte das ja schon mal gezeigt. Wir machen das heute noch mal mit Schwarz. Ich habe jetzt mal einen kleinen Drachen. Das ist auch was anderes wie eine Schildkröte, aber eigentlich ist es immer die gleiche Machart. Und es ist auch egal, welche Farbe man benutzt, ob grün, blau, schwarz, so wie ihr das haben möchtet. Heute zeigen wir es euch in Schwarz, weil das für die meisten am interessantesten war, in Schwarz zu patinieren. Also wenn euch diese Technik jetzt interessiert, bleibt ein paar Minuten dran, das dauert nicht lange. Viel Spaß beim Schauen und Nachmachen. Zum Patinieren braucht ihr eigentlich nur so eine Acrylfarbe, wie ich jetzt hier habe. Ihr könnt aussuchen, welche ihr nehmt. Ich habe Dekacolor Matt, weil die wetterfest ist und man damit alles streichen kann. Ich habe die halt und benutze die immer wieder. Und damit wird dann der ganze Gegenstand erstmal eingestrichen. Ich hatte euch das alles schon mal in Grün gezeigt, aber mit Grün, da konntet ihr wohl jetzt nicht so viel mit anfangen, als wenn man das in Schwarz macht. Also zeige ich euch das jetzt nochmal in Schwarz. Ist alles die gleiche Machart. Man muss das ganze Objekt erstmal völlig schwarz einstreichen. Ihr könnt es auch in Blau, Grün oder was weiß ich machen, hatte ich euch ja gezeigt. Aber Schwarz ist halt das Gängigste, was von den meisten gerne benutzt wird und eigentlich auch den stärksten Effekt zaubert. Schwarz ist eben immer am stärksten. Schmerzesten. Also einstreichen. Zum Abwaschen zieht ihr euch am besten Handschuhe an, weil ihr immer sonst richtig schwarze Finger habt. Also von den Händen geht es ja ab, aber meistens bleibt es unter den Fingernägeln eine Weile kleben. Dann braucht ihr so einen ganz normalen Küchenschwamm. Und wenn ihr das eine Weile habt einziehen lassen, dann wird die Sache auch schon wieder abgewaschen. Und immer wieder den Schwamm ausspülen, ab und zu mal das Wasser wechseln. Und das ist eigentlich schon die ganze Kunst. Einfach nur wieder abwaschen und in den vertieften Stellen bleibt dann jetzt die Farbe drin. Das ist Patinieren. Das ist ganz einfach zu machen. Geht auch relativ schnell. Also ja. Relativ schnell, sagen wir mal. Und zum Schluss könnt ihr dann das Teil entweder mit Küchenpapier noch ein bisschen abtrocknen oder eben trocknen lassen. Wenn es schneller gehen soll, halt ein bisschen abtrocknen. Ich will ja noch ein bisschen Weiß drüber wischen. Ja, erst hatte man den Weiß und jetzt will man wieder Weiß. Schlimm. Schlimm, dass man sich nicht entscheiden kann. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr Feinheiten rausarbeiten wollt, dann nehmt ihr euch eine weiße Acrylfarbe und wischt einfach über erhabene Stellen jetzt noch mal ein bisschen drüber. Dann wird das noch ein bisschen heller wieder. Und so könnt ihr noch mehr Tiefe in das Objekt bringen. Also. Das wäre eine coole Idee. Ja, das gibt so Techniken. Also das kann man nicht immer alles in einem Video zeigen. Mich fragen dann immer viele, warum machst du das nicht gleich, wenn du das Teil gegossen hast? Weil das Gießen, das Video, das war so schon lange genug immer. Und wenn ich dann noch die anderen Sachen jetzt hier alle mitzeige, dann wird so ein Video unendlich lang und das will dann eigentlich keiner mehr sehen. Und so habt ihr dann jetzt aus einem ganz einfachen Betonteil ein patiniertes Teil gemacht, was ein bisschen tiefer zeigt, wo die Feinheiten ein bisschen besser zur Geltung kommen, die man eben gleich sieht. Die Augen, die Nase und sowas kommt immer besser zur Geltung, wenn man patiniert. Probiert es ruhig mal aus, das ist eigentlich ganz einfach. Bloß ein bisschen antrocknen lassen, wieder abwischen und das war es dann auch schon. Also viel Spaß damit. In dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.